Das mächtigste Land der Erde lud zur maritimen Geburtstagsparty. Und eine Armada von 30.000 Schiffseinheiten machte sich auf den Weg. Rechtzeitiges Kommen sicherte die besten Plätze und die beste Übersicht. Die New Yorker hatten alles zu Wasser gelassen, was schwimmfähig schien. Dabei waren sie an diesem Tag nicht einmal Hauptakteure, sondern nur Zaungäste bei der internationalen Flotten- und Windjammerparade auf dem Hudson River. Amerika feierte, und feiert das ganze Jahr über, seinen 200. Geburtstag. Höhepunkt war die maritime Schau am 4. Juli. Jenem Tag, an dem vor 200 Jahren 13 amerikanische Staaten ihre Unabhängigkeit von Großbritannien erklärten. Vom damals verkündeten Ideal der Freiheit und der Gleichheit aller Menschen ist immerhin so viel geblieben, dass Marineabordnungen aus 22 Ländern den Festtag nutzten, um der Idee und ihrer Wirklichkeit Reverenz zu erweisen. Die Bundesrepublik hatte das Schulschiff Gorch-Fock, den Versorger Glücksburg und den Flugkörperzerstörer Hessen zum Volksfest vor der Skyline von Manhattan entsandt. Über den Toppen geflaggt, so präsentierte sich die Hessen ihren Gästen und den Besuchern von der Heimatfront. Der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Luther, fand bei seiner Inspektion nichts auszusetzen. Auch Verteidigungsminister Leber schien überzeugt, dass unsere blau-weißen Jungs gewaschen und gekämmt am Geburtstagstisch des großen Bruders saßen. Den US-Flugzeugträger Forrestal und das, was sich auf ihm tat, durfte die Hessen-Crew allerdings nur mit dem Fernglas verfolgen. Für 2 Stunden verwandelte sich das Deck des Trägers zum militärisch-diplomatischen Parkett. Gäste und Gastgeber, unter ihnen Außenminister Kissinger und Vizepräsident Rockefeller, warteten auf Gerald Ford, der als 39. Präsident der Vereinigten Staaten die Festansprache hielt. In seiner Rede nannte Präsident Ford den Grund, weshalb die Vereinigten Staaten den Gründungstag ihrer Nation auf dem Wasser begingen. Nachdem wir eine Nation geworden waren, so erklärte der Präsident, wurde die See zum Anreiseweg für Millionen von Menschen aus aller Welt, die teilhaben wollten an den Gaben und Verheißungen, die dieses Land bereithielt, und die dann ihrerseits all ihre Kraft für den Aufbau unseres Landes zur Verfügung stellten. Die Freiheitsstatue im Hafen von New York hat mit ihrer Fackel 2 Jahrhunderte erhellt. Jetzt beginnen wir eine ungewisse Reise in das 3. Jahrhundert. Was uns dabei erwartet, können wir nicht wissen. Trotzdem, ich bin freudig bewegt, dass ich mit meinen amerikanischen Mitbürgern und den Bürgern in aller Welt heute den 200. Geburtstag Amerikas feiern darf. Die große Anteilnahme des Auslands bezeugt die riesige Armada am heutigen Tag, an dem Amerika in das 3. Jahrhundert seiner Unabhängigkeit tritt. Die sowjetische Bark Tovaritsch, einst ein deutsches Schulschiff, machte den Anfang. Nach Ehrensalut und Glockenklang
Ein Augenzauber, ein optischer Nostalgietrip in die Epoche der Großsegler. Rund 200 Dickschiffe, darunter 16 Schoner und Barken, formierten sich im New Yorker Hafen zur größten Windjammerparade seit Menschengedenken. Die Besatzung der Gorch Fock, des Segelschulschiffes der Bundesmarine, war besonders gut gelaunt. Sie hatte wenige Tage vorher die bedeutende Atlantikregatta Operation Sail gewonnen. In der Unabhängigkeitserklärung von 1776 konstituierten die Gründungsväter das Recht aller Bürger auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Eine neue Welt, symbolisiert durch die Freiheitsstatue, die fast zwei Jahrhunderte lang für Millionen von Bedrängten und Verfolgten das erste war, was sie nach langer Seereise von Amerika erblickten. Inzwischen hat die alte Dame im Hudson River auch moralisch Patina angesetzt. Identitätskrise, so lautet der amerikanische Selbstbefund nach Vietnam und Watergate. Doch die Art und Weise, in der sich Amerika aus seinen Verstrickungen und Affären löste, hat überwiegend den Beifall der Welt gefunden. Die Vereinigten Staaten haben in ihrem 200. Gründungsjahr neben der militärischen und wirtschaftlichen auch die moralische Kraft behalten, ihre Rolle als Führungsmacht des freien Westens auszufüllen. Trabrennbahn Mönchengladbach. Ein Renntag wie jeder andere. Oder doch nicht? Aus den Sulkis leuchten nicht die gewohnten bunten Farben der Rennstelle. Schlichtes Oliv irritiert manch einen unbefangenen Zuschauer. Denn hier sind Soldaten in der Bahn, Pferdesportbegeisterte dazu und lassen traben. Die Zeiten, da deutsche Soldaten zu Pferd in den Krieg zogen, sind längst vorbei. Dies hier hat friedlichere Gründe. Und die Attacke nicht im Galopp, sondern im Trab, nicht geritten, sondern gefahren, gilt nicht dem bösen Feind, sondern höchstens dem Kameraden im anderen Sulki. Vor 5000 fachkundigen Zuschauern kennt denn auch ein Oberleutnant gar keinen Respekt und fährt seinen General in Grund und Boden. Mit dem Pferd Daro, zuvor als Außenseiter eingestuft, siegt die Nummer 9, Oberleutnant Karl Heiting, vom SAN-Kommandeur 800 und gewinnt damit nicht nur zum zweiten Mal den Pokal des Territorialkommandos Nord, sondern auch die Sympathien der Zuschauer. Sieger wurde die Nummer 9, Daro. Boter die Nummer 10, Prinz Alexander. Und Dritter die Nummer 4, Varina. Eigentlich kein Wunder, denn dieser Mann ist jede freie Minute bei den Pferden. Er trainiert und bewegt die Trabe eines Freundes. Das wissen die Tiere offenbar zu schätzen. Der diesjährige Bundeswehrrenntag auf der Mönchengladbacher Bahn war nicht der erste seiner Art. Seit ein paar Jahren organisieren Pferdefreunde in Uniform zusammen mit dem Rennverein diese Veranstaltung. Aber erst als der Pferdesportfan und General Lothar Jan Christian, ein alter Kavallerist selbstredend, zum Territorialkommando nach Mönchengladbach kam, wurde eine Sportschau daraus, die sich unter Trabfachleuten sehen lassen kann. Jedes Rennen, für das die Pferde hier vorbereitet werden, trägt den Namen einer Bundeswehreinheit. Heer, Luftwaffe und Marine sind vertreten und auch die Musiker stifteten einen Ehrenpreis. Aktiv im Sulki sind die Soldaten allerdings nur einmal, sonst fahren die Profis, wie hier im großen Preis der Bundeswehr.
Den Zuschauern fällt dabei das Wetten natürlich wieder etwas leichter. Kennt man doch dabei nicht nur Pferd, sondern auch Fahrer. Und die Pferde machen auch bestimmt das, was der Fahrer will und nicht umgekehrt. So gewann denn auch den großen Preis die Nummer 6, einer der Favoriten. Meine Damen und Herren, der Richterspruch für das fünfte Rennen, Sieger die Nummer 6, Festine, zweiter... Doch die Bundeswehr hatte sich zu diesem Tag der offenen Trabrenntür noch einiges mehr an publikumswirksamen Attraktionen einfallen lassen. Die Freifaller der Luftlandetruppe, beinahe schon Reklameflieger für die Bundeswehr und überall immer wieder groß bestaunt, schwebten vom Himmel hoch, um dann mitten in der Rennbahn zu landen. Einer von ihnen hatte eine besondere Aufgabe. Während bei den Zuschauern die einen noch die Fallschirmjäger beobachteten, die anderen gespannt auf die Gewinnzahlen warteten, brachte dieser eine, per Luftpost sozusagen direkt aus Bonn, die Ehrenurkunde des Verteidigungsministers für den Sieger um den großen Preis. Wir herzlichen Dank nochmal. Es war eine sehr gelungene Demonstration. Es hat uns also allen furchtbar viel Freude gemacht. Ja? Herzlichen Dank auch Ihren Männern. Auf dem kleinen Dienstweg über General und hübsche Oberregierungsrätin erhielt sie dann der stolze Sieger. Doch als der sie sich zur Siegerparade respektlos unter den Arm klemmte, hatte man sie ihm schleunigst wieder abgenommen. Extra für uns. Damit wir im Film Leber und das Leistungszeugnis mal groß zu sehen bekommen. Ich heiße Silvia, bin 24 und komme aus der Schweiz. Ich fahre das zweite Mal nach Kralkheim zum internationalen Sportfest. Silvia fährt zu einem Sportfest besonderer Art. Und auch er ist dabei. Mein Name ist Rudolf Reiche. Ich komme von der RSG Koblenz. Ich bin 58 Jahre alt und komme schon seit 1968 hier zum Sportfest, was mir sehr gut gefällt. Alvin, und dort fahren wir beide zur Anmeldung. Servus Silvia, grüß dich. Wie war die Fahrt? Gut. Wir haben schon auf dich gewartet jetzt, ja. Und das war der Startschuss zur diesjährigen Rollstuhl-Olympiade in der Bundesrepublik. Mit dem gleichen Ernst und Ehrgeiz wie ihre großen olympischen Vorbilder kämpfen diese Sportler trotz ihres Handicaps um jeden Zentimeter, um jede Sekunde. 260 Teilnehmer aus der ganzen Bundesrepublik und aus weiteren 4 Staaten waren diesmal dabei. Nicht in Montreal, sondern in Krautheim an der Jagst, einem kleinen Städtchen in Franken. F91! Leichtathletischer Fünfkampf. Dazu gehören neben dem Rollstuhlwettfahren, das Speer weit und Zielwerfen, das Kugelstoßen, der Diskuswurf. Seit 7 Jahren ist Krautheim Austragungsort dieser Spiele. Und seit 7 Jahren sind auch die Soldaten des Sanitätsbataillons Nummer 12 aus dem benachbarten Veitshöchheim fast ebenso unentbehrlich wie die Sportler selbst. Viele der Aktiven kennen ihre uniformierten Betreuer seit Jahren. Und für diese ist die Arbeit hier Ausbildung und Hilfe zugleich und ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit für die Bundeswehr. Doch weiter im Wettkampf. Für die Leistungssportler im Rollstuhl sind es trotz ihrer Behinderung heitere Spiele. Mitleid mit sich selbst gibt es nicht. Mitleid von anderen wäre fehl am Platze. Vor 3,5 Jahren hatte ich meinen Autounfall. Vor 2 Jahren habe ich dann gesehen, dass es auch für uns Sport gibt. Habe damit begonnen und habe gesehen, dass das Training manchmal härter ist wie früher im Sport. Trotz aller Verbissenheit im Kampf, einen Sieg haben alle Teilnehmer schon in der Tasche. Den gegen ihr Gebrechen. Manch einer der Helfer mag wohl nur ungern daran denken, dass es auch ihn erwischen könnte. Und zwar schon bei der nächsten Wochenendheimfahrt im Auto. Und nicht jeder wird dann noch ein Spitzensportler. Tischtennisturnier.
Schnelligkeit, Geschicklichkeit und ein gutes Auge sind vonnöten, beinahe mehr noch als bei gesunden Spielern. Wer diese Ballwechsel sieht, vergisst den Rollstuhl hinter der Platte. Zum Schluss Beifall und ein Küsschen für den Sieger. Dann treten die Sanitäter wieder in Aktion. Leicht zweckentfremdet zwar, aber nicht minder einsatzfreudig. Bogenschießen ist ideal für diese Sportler. Die erforderliche Konzentration ist unabhängig vom Rollstuhl. Wer hier keine Fahrkarte schießt, bekommt vielleicht gerade deswegen eine. Die nach Kanada nämlich, zu den Weltspielen der Versehrten in Toronto. Ich bin 1967 beim Betriebsunfall verunglückt und kam dann in eine Spezialklinik und war ungefähr ein Jahr dort und habe mich schon dann gleich sportlich stark betätigt und will es noch so lange machen, wie es geht, denn es macht mir viel Freude. Dass es auch den anderen viel Freude gemacht hat, das diesjährige Bundessportfest in Krautheim, darüber sind sich alle einig. Nach 2 Tagen endete für Aktive und Helfer ein großes Sportfest. Für die meisten war es wertvoller als jeder Kampf um olympisches Gold. Wetten, dass sie wiederkommen zu ihren Soldaten nach Krautheim? So, gute Fahrt, tschüss, mach's gut, halt die Ohren stark. Vielen Dank für alles. Ja, in Ordnung, servus. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.